Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von makorama.de und heute geht es weiter mit Fusion 360, genauer gesagt mit den Konstruktionsebenen. Ihr seht, im Hintergrund hat sich schon ein bisschen was geändert. Ich habe einen Greenscreen angeschafft, damit wir dort auch in den Livestreams ein bisschen Abwechslung haben. Und ich habe mir gedacht, warum nicht auch jetzt in diesen Videos, denn die werden im gleichen Setup gedreht. Und damit gehen wir gleich mal in Fusion 360 rein. Zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt mich gebeten in den letzten Videos, dass ich doch bitte meine Oberfläche in Deutsch einstelle. Und ich möchte euch kurz gerne erklären, warum ich das explizit nicht tue. Ich habe grundsätzlich all meine Programme auf meinem Rechner, auch mein Betriebssystem, immer auf Englisch eingestellt. Nicht, weil ich euch ärgern möchte, sondern ganz einfach deswegen, weil es im Internet da draußen auch Tutorials gibt, die nicht auf Deutsch sind. Und damit ich denen besser folgen kann und damit ihr denen besser auch folgen könnt, rate ich euch, stellt das Ganze auf Englisch ein. Das macht es für euch viel leichter, das Ganze nachzuvollziehen, warum, weshalb, weswegen irgendwo was ist. Ich versuche natürlich in den Tutorials, die ich drehe, das Ganze so gut es geht für euch zu übersetzen, dass ihr nicht irgendwie großartig suchen müsst, falls ihr das Ganze nicht wollt. Falls ihr sagt, okay Maggie, du hast mich überzeugt und ich möchte es gerne einstellen, habt ihr hier oben in Fusion 360 so ein Benutzer-Icon und dort könnt ihr auf Einstellungen bzw. Preferences gehen und dann kriegt ihr so ein kleines Pop-up-Fenster und dort könnt ihr hier User Language einstellen, also Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und was weiß ich auch immer. Ich lasse das jetzt hier auf Englisch und damit legen wir auch los. Heute soll es wie gesagt um die Konstruktionsebenen gehen und dafür lege ich mir jetzt erst einmal hier eine neue Ebene an. Ihr seht schon, wir haben hier drei Ebenen, auf denen wir zeichnen können und wenn uns das nicht ausreicht, dann haben wir natürlich Konstruktionsebenen. Was das bedeutet, sage ich euch gleich nochmal. Wir legen jetzt erstmal hier auf der Z-Ebene sozusagen einen neuen Kreis an. Den legen wir mal ganz hier drüben an und sagen, der soll mal 40 mm Durchmesser haben. Das passt. Und dann legen wir uns nochmal ein Rechteck an. Na. Und weil es so schön war, legen wir uns noch ein Rechteck an und sagen, das soll auch 40 mal 40 werden. Blub. Und damit sind wir erstmal fertig. Perfekt. Das reicht erstmal für den Anfang vollkommen aus. Ihr seht, ich kann mit gedruckter mittlerer Maustaste die Objekte einfach oben, unten, rechts, links hin und her schieben. Wenn ich jetzt rotieren möchte, kann ich das Ganze mit gedrückter Umschalttaste erreichen. Das habe ich ja schon mal im ersten Video erklärt soweit. Falls ihr das nicht gesehen habt, das verlinke ich euch nochmal oben in der Ecke irgendwo. Und damit haben wir jetzt erstmal die Grundlage dafür gelegt, was wir dann brauchen. Natürlich müssen wir jetzt das Ganze nochmal extrudieren. Das heißt also, ich drücke jetzt hier die Taste E für extrudieren und sage jetzt hier, ich möchte gerne das Ganze 40 mm nach oben extrudieren. Und schon haben wir hier zwei Würfel und einen Zylinder. Und jetzt möchte ich gerne aber auf dem Zylinder hier noch einen zweiten Zylinder aufbauen. Das bedeutet, ich könnte jetzt hingehen und könnte sagen, okay, ich mache nochmal von dieser Ebene aus hier nochmal eine zweite Skizze oder ich gehe hier in die erste Skizze rein und zeichne nochmal von hier aus, blub, von dem Mittelpunkt, nein, von dem Mittelpunkt hier aus, was weiß ich, 30 mm, blub, das sollte reichen. Könnte ich jetzt so machen und könnte dann extrudieren und könnte sagen, okay, finde ich Sketch, könnte hier unten das auswählen, ich extrudiere das Ganze nach oben. Blub, so ungefähr und dann sage ich, okay, das ist eine zweiseitige Extrusion und ziehe das Ganze hier oben unten hoch, damit ich so ein bisschen aufgeräumt habe, aber das ist natürlich umständlich, das möchten wir nicht. Also löschen wir unten in der Historie wieder diese Ebene raus, diese Skizze wieder raus und wir gehen hier oben auf Konstruktion und sagen hier eine Versatzebene, also Offset Plane sozusagen. Und da wir eine Versatzebene zur Z-Ebene machen wollen, wählen wir hier die Z-Ebene aus und sagen hier, wir haben eben auf 40 mm quasi das Ganze angehoben oder extrudiert, sagen wir hier 40 mm und schon haben wir hier eine Ebene, die quasi bündig mit diesen Objekten abschließt. Das ist genau das, was wir haben wollen und jetzt sagen wir, okay, auf genau dieser Ebene zeichnen wir was und zwar einen Kreis und der ist genau mittig, 30 mm und fertig. Und da ziehen wir dann auch nochmal, was weiß ich, 30 mm das Ganze hoch, damit wir quasi so eine Art Stöpsel haben. Und diesen Stöpsel möchte ich gerne ein Gewinde hinzufügen. Also hier unten ein Thread über Create, also erstellen oder kreieren. Und dann sagen Thread. Und dann sehe ich hier
Das stimmt soweit alles. 30 mm ISO-Profil. Ja, und ganz wichtig, man muss das Ganze modellieren. Das werden wir nochmal im späteren Tutorial uns anschauen, wie man mit Gewinde arbeitet. Da hat sich mittlerweile auch einiges getan und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wenn ihr jetzt sagt, nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist mir zu viel Gewinde und ich möchte das nicht über die ganze Höhe, dann könnt ihr das hier entsprechend natürlich einstellen. Aber das werden wir, wie gesagt, nochmal in einem separaten Tutorial eingehen. Ich lasse es jetzt hier auf der kompletten Höhe. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Maggie, warum muss ich das über die komplette Höhe überhaupt machen? Nun, ganz einfach. Es gibt nämlich auch eine Konstruktionsebene, die man über einen Pfad quasi anlegen kann. Und da hier das Gewinde, wie ihr seht, diese einzelnen Spiralen einen Pfad darstellen, nutzen wir das mal gerade und wählen hier einen Pfad aus, in dem Falle diesen hier. Und da können wir jetzt ganz einfach, das war ein bisschen ruckelig, weil das ein bisschen kleiner ist, aber ihr könnt sehen, wir können das also ganz einfach Stück für Stück hoch und runter schrauben. Ja? Und können das dann richtig schön da an die einzelnen Stellen schieben, wo wir es genau brauchen. Dann sage ich hier, blub. Und habe da dann entsprechend eine Konstruktionsebene, auf der ich auch wieder zeichnen kann. Und dann sage ich, okay, ich hätte nochmal gerne dort vom Mittelpunkt aus nochmal einen Kreis. Und damit der Kreis jetzt nicht einfach so, naja, plump extrudiert wird, gehen wir mal gleich über zum nächsten Punkt. Nämlich, es gibt nämlich über die Konstruktionsmenüoption hier nicht nur Ebenen wie hier oben, sondern es gibt natürlich auch Achsen, die man anlegen kann. Und das hilft uns natürlich weiter, weil wir sagen können, okay, ich möchte hier jetzt gerne, na, oder sagen wir hier in den Zylinder, eine Achse erstellen. Ja, ihr seht schon, hier unten ist sie angelegt soweit. Das Ganze bestätige ich mit OK. Und jetzt kann ich sagen, okay, das hier möchte ich gerne, also revolven, es ist drehen quasi, möchte daraus quasi was erstellen und sagt das hier und kann jetzt quasi auf diese Art und Weise mir einen Donut erzeugen, der um das Gewinde herumgeht und kann das ausschneiden und schon habe ich hier so ein kleines Gewinde mit einer Aussparung in der Mitte, was auch schon mal ganz schick ist an sich. Natürlich gibt es noch mehr Optionen, die man hat. Also wir gehen jetzt mal rüber zu den Würfeln und dann sage ich zum Beispiel, ich würde hier gerne eine Ebene auf Basis eines Winkels anlegen. Das hatten wir letztens im Stream gehabt, wo ich zum Beispiel für die Vertical Farm etwas angelegt habe. Und zwar die, es ist Versatzebene, die angewinkelte Versatzebene für die kleinen Satzkörbchen in der Vertical Farm, wo die Pflanzen quasi reingesetzt werden. Und dort kann man sich dann quasi eine Ecke aussuchen, eine Kante aussuchen, anhand derer man das Ganze platzieren möchte. Und ihr seht jetzt schon, da habe ich nur so ein Drehrad, an dem ich das Ganze ausrichten kann. Und hier unten habe ich so eine Gradanzahl. Und wenn ich jetzt hier sage 45 Grad, dann dreht sich diese Ebene um 45 Grad. Und ich sage einfach mal okay. Und habe jetzt hier eine Zeichenebene, auf der ich natürlich auch zum Beispiel sagen kann, oder wir machen mal einen Kreis, dass ich hier einen Kreis von, was weiß ich, 30 mm Durchmessern drauf zeichne. Ich sage jetzt hier mal fertig. Und das Ganze extrudiere ich jetzt einfach mal über zwei Seiten. Das eine ziehe ich runter und das andere ziehe ich nach oben. Das kann man beliebig einstellen, wie man möchte. Das spielt gar keine Rolle. Und jetzt kann ich zum Beispiel mal sagen, okay, ich möchte das nicht cutten, sondern ich möchte es joinen und habe jetzt hier quasi einen Zylinder in einem Würfel drin. Und das ist natürlich auch schon mal ganz cool, dass ich solche Geschichten machen kann. Oder ich kann sagen, ich gehe nochmal auf die Historie und sage, nö, ich möchte es doch ausgeschnitten haben. Dass ich hier quasi so eine Einsparung habe, wo ich dann später irgendeinen Zylinder oder irgendein Objekt irgendwas reinpacke. Ja? Es gibt aber noch weitere Konstruktionsebenen, zum Beispiel eine Tangentialebene. Eine Tangentialebene ist eine Ebene, die man quasi an einer Oberfläche von einem Zylinder platzieren kann. Ihr seht auch schon, wenn ich das hier auswähle, das funktioniert da nicht ganz, aber es funktioniert hier innen drin in der Aussparung und natürlich hier. Und dann sehen wir auch schon gleich, okay, das ist auch wieder ein Winkel, den wir angeben müssen. Oder wir können das hier über den Kreis quasi entlang der Oberfläche von diesem Zylinder bewegen, was natürlich auch ziemlich cool ist. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte es gerne hier so 90 Grad haben. Das Ganze kann man natürlich parametrisieren und dann im Nachhinein nochmal anpassen, falls man merkt, okay, da passen zwei Teile nicht ganz zusammen oder das muss nochmal ein bisschen angestellt werden, weil es beim Druck dann nicht ganz so funktioniert hat oder beim Fräsen oder sonst was. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich wähle diese Ebene aus. Erstellen eine neue Ebene
Und dann sage ich, okay, ich möchte gerne einen Kreis da drauf zeichnen. Wenn ich jetzt da drauf zeichne, sage ich jetzt hier auch mal 30 mm. Blub. Und dann extrudiere ich das Ganze mal durch diesen Zylinder durch. Und schon habe ich hier quasi so einen kleinen Zylinder, den ich quasi auch fast schon für einen Motor verwenden kann. So sieht es schon so ein bisschen aus danach. Nein, Quatsch. Aber so kann man natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten quasi umsetzen, was ich ziemlich cool finde und was mir mehr und mehr gefällt und was ich auch mehr und mehr nutze in meinen Konstruktionen, dass ich sowas einfach anwende. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, und zwar die Midplane. Und wie der Name schon sagt, ist das eine Ebene, die einfach zwischen zwei anderen Ebenen angezeigt wird. Also sowas hier. Und wer sich jetzt fragt, wozu brauche ich denn sowas? Nun, ganz einfach, stellt euch vor, ihr habt ein Konstruktionsobjekt und das wollt ihr drucken. Und dieses Konstruktionsobjekt ist aber zu schwer. Und ihr wollt das Ganze leichter machen. Und das könnt ihr natürlich leichter machen, indem ihr das ganze Objekt hull gestaltet. Also habe ich jetzt hier so eine Midplane, die ich mir erstellen kann. Und darauf kann ich sagen, okay, darauf möchte ich jetzt gerne zeichnen. Und dann sage ich jetzt hier einfach mal ein Rechteck. Das ist jetzt einfach nur grob aus der Hüfte rausgezeichnet. Blub. So, und dann blenden wir mal den Body. Nein, das ist da der falsche. Blenden wir das mal aus. Hier könnte man nochmal sagen, okay, das ist das Cubes-Objekt. Und das hier Zylinder. So, und das hier möchte ich gerne extrudieren. Und da sage ich auch wieder Two Sides, oder man kann auch sagen, okay, Symmetric. Das heißt also, ich ziehe an einer Seite und es geht symmetrisch hoch und runter. Und jetzt sage ich hier einfach, ich blende das Objekt wieder ein. Blub. Und gehe hier auf, was weiß ich, 15 mm. Und sage, okay. Und jetzt sehen wir irgendwie gar nichts mehr. Okay, ich greife mal ein bisschen vor. Das werden wir uns natürlich auch nochmal im separaten Video anschauen. Aber ich greife mal ein bisschen vor, wie wir das Ganze analysieren können, ob das dann auch wirklich funktioniert hat. Nämlich hier oben über Inspektieren bzw. Inspect. Und dort gibt es die sektionale Analyse. Und diese sektionale Analyse führe ich jetzt einfach mal auf dieser Ebene hier durch. Und dann kann ich sagen, okay, ich ziehe das Ganze mal so durch. Ihr seht es natürlich noch nichts. Ich sage erstmal okay. Und wir drehen das Ganze mal um. Und da sehen wir, dass unser Objekt innen drin wirklich hohl ist. Natürlich fehlt jetzt hier die Bohrung, wenn wir das Ganze mit, was weiß ich, SLA-Verfahren drucken, dass dann das restliche Material unten nochmal abfließen kann, oder mit dem DLP-Verfahren drucken, dass das ganze Material abfließen kann, was noch da drin gefangen ist. Aber so würde zum Beispiel mal funktionieren, dass man einen Hohlraum gestalten kann. Das ist natürlich super genial. Natürlich gibt es hier drin noch jede Menge andere Möglichkeiten, um Ebenen zu erzeugen. Zum Beispiel, was ich ganz cool finde, ist einfach über die zwei Kanten. Ich wähle jetzt nochmal hier unten die Kante aus. Und schwuppsdiwupps, seht ihr, haben wir hier eine Konstruktionsebene, die diagonal durch diesen Würfel hindurch geht. Das heißt also, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Ganze ein bisschen fancy machen und wollen hier nochmal, machen wir mal gerade. Machen wir einfach mal gerade. Und ich sage jetzt hier eine Zeichnung erstellen und sage jetzt auf dieser Zeichnung möchte ich gerne. Das war nicht ganz schön. Machen wir das nochmal ein bisschen ordentlicher. Jetzt sagen wir 30 mm. Blub. Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich gerne extrudieren. Man sieht hier schon, wenn man das Ganze schräg stellt, dass hier die ganze Konstruktionsebene 45 Grad beträgt, ja? Oder schräg durch diesen Würfel durchgeht, durch dieses Würfelobjekt durchgeht. Und jetzt sage ich einfach mal, okay, ich möchte das Ganze extrudieren. Ich sage wieder symmetrisch. Und dann kann ich einfach hingehen, kann hier sagen, plupp. Ich ziehe das mal so hier durch. Und dann sehen wir auch, dass der Hohlraum, den wir vorher erstellt haben, auch sichtbar wird. Das heißt also, wir hätten jetzt hier so einen richtig schicken Würfel mit zwei Löchern drin und einem Hohlraum innen drin. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, um dort wieder kreativ zu werden, um dann entsprechend die Funktionsteile oder die Bauteile, die man entsprechend designt, umzusetzen. Das ist natürlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und das hätte ich lieber früher schon mal gewusst, wo ich mich abgemüht hätte. Und so kann man natürlich mit den Konstruktionsebenen oder auch mit den Achsen und allem anderen, was man hier entsprechend hat, wo man Punkte erzeugen kann, auf Basis dessen man nochmal Achsen erzeugen kann oder Ebenen erzeugen kann, kann man natürlich ziemlich viel machen. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte den Kanal. Vielen lieben Dank an meine Patreonen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hodl the Line, Happy Printing und ciao.